Ja, Ibrahim, du warst in den Nachrichten, weil du bei Edeka eingekauft hast und bei Aral getankt hast. Ist nicht einfach, dass du den Menschen hier sagst, wer den Islam nicht annimmt, sei Jude, Christ oder Buddhist oder Atheist, kommt in die Hölle. Kein Muslim hat sich bis jetzt getraut, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Und ich war und bin, Alhamdulillah, der erste Muslim, der das hier in Gesamteuropa klipp und klar gesagt hat, wer den Islam nicht annimmt, sei Jude oder Christ oder Buddhist oder Atheist, außer dass er in der Hölle bestraft werden muss. Ja? Und das sind nicht meine Worte, das sagt Allah im Koran und das kennt jeder Muslim. Aber Alhamdulillah, Allah hat mir die Ehre gegeben, dass diese Worte und diese Warnung aus meinem Mund rauskommen. Und jetzt, die kommen damit nicht klar. Ja? Deshalb haben sie versucht, weißt du, wie viele Verfahren gegen mich liefen? Die sind alle eingestellt. Meistens nur Lügen, 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 Verdichtungen. Und dann kommen sie jetzt mit diesem Schmarren, ich wäre Betrüger. Ich habe Millionen an Steuern bezahlt. Ja? Und bis jetzt haben wir 3 Millionen Exemplare verteilt, die einen Wert von 9 Millionen Euro haben. Ja? Also welcher Betrüger hat euch so viel gegeben? Aber khair inshallah. Gerne doch. Auf Deutsch, ne? Ja, auf Deutsch. Was bedeuten die verschiedenen Sprachen? Nee, das sind verschiedene Sprachen. Ja, das ist Russisch, Polnisch, Bosnisch, Mazedonisch, ja. Englisch. Und was ist Ihr Original? Original ist Arabisch. Und ist das auch hier? Können Sie Arabisch? Sie haben keine Ahnung, was ich alles kann. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja? Ja, also Arabisch dürfen die hier nicht verteilen. Man muss, bevor man den Arabischen anfasst, muss man Gebetswaschung machen. Ach so. Das ist ein Befehl von dem allmächtigen Gott, der drin steht, لا يمسه إلا المطهرون. Ihn dürfen nur die Reinen anfassen. Also das sind Worte des allmächtigen Gottes. Nee, nach Händewaschen. Könnte ich nach Händewaschen anfassen? Nein. Am liebsten eine Dusche. Oder Gebetswaschung. Ja? Weil das sind die Worte des allmächtigen Gottes. Ja? Und das ist hier drin? Hier ist die ungefähre Übersetzung. Ja. Das ist das. Okay. Wir leben hier in Deutschland und die meisten Menschen verstehen hier Deutsch. Ach so, hier steht das, die ungefähre Bedeutung. Ja. Aber das gibt den Sinn hier. Das reicht schon. Dass man weiß, wer der Schöpfer ist, was er uns befohlen hat, was er uns verboten hat. Ja. Warum der Koran offenbart worden ist. Ich danke Ihnen. Bitte. Danke auch. Bitte. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, ihr habt nette Menschen, Bruder, hier. Heute war okay, Alhamdulillah. Mhm. Aber es gibt auch ein paar, die danach so trachten, wirklich so zu hetzen. Ist normal. Normal, ja. 10% ist kein Problem. Ja. Ja? Ja. Auch 50% ist kein Problem. Ja. Und wir sind mit 70% auch zufrieden. Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Also wenn man auf der Wahrheit ist, wird man immer bekämpft. Das ist normal. Das müssen wir aufpassen. Alhamdulillah. Also man muss diese Tatsache immer vor den Augen sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, also die meisten Menschen hier in Deutschland sind ehrliche Menschen. Alhamdulillah. Und Alhamdulillah, wir stehen gerne für diese ehrlichen Menschen. Und die restlichen, die sowieso mit sich selber nicht klarkommen, Depressionen haben, Alkoholismus und, möge Allah sie recht leiten. Amen. Erstmal heilen und dann recht leiten. Ja. Wir stehen hier, wie gesagt, Alhamdulillah, jede Minute zählt. Der Lohn ist bei Allah, ist richtig kalt. Ich habe gerade Bilder gesehen aus Berlin. Die Brüder stehen im Schnee. Echt? Wow, die dürfen dort kein Zelt aufbauen. Oh. Ihr könnt euch vorstellen, wie kalt die Füße sind. Aber möge Allah diesen Brüdern den höchsten Lohn im Paradies geben. Amen. Und das ist
das ist der Islam. Also der Muslim darf nicht jammern, der Muslim darf nicht meckern, der muss aufstehen und diese Religion verteidigen. Und jeder auf mit den Mitteln, die er kann, die er hat. Allah hat jedem von uns Stärke gegeben. Jeder soll diese Stärke nutzen, bevor ein Tag kommt, wo der sagen wird, Rabbi rju'un, oh Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren. Ja. Ja? Der Prophet Muhammad a.s. hat uns befohlen und sagte, tadhakkaru hadim al-ladhat, erinnert euch an den Genusszerstörer, an den Tod. Ja. Jeder von uns wird den Tod kosten. Das sagt Allah im Koran. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Oder habt ihr gesehen, dass jemand nicht gestorben ist? Jeder Mensch wird sterben. Ja. Ja? Und das ist der letzte Gast, den du sehen wirst. Entweder ein leuchtender Gast oder ein schwarzer Gast. Ja? Ein leuchtender Gast, der dir die gute Verheißung gibt. Ja. Oder einen schwarzen, ekelhaften, wo du richtig starre Augen dadurch bekommst, wenn du ihn siehst. Und er klopft nicht an die Tür. Der kommt zu dir, während du am Fahren bist. Der kommt zu dir, während du auf Toilette bist. Der kommt zu dir, während du am Schlafen bist. Der kommt zum Kind. Der kommt zu jedem. Ja? Und für diese Sekunde muss man alles vorbereiten. Ja. Ich auch schaffe das. Inshallah. Wallahi, das ist, wie gesagt, das ist mein Ratschlag an euch. Tut für diese Begegnung. Denn Allah sagt im Koran, وَسَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Beeilt euch für Paradies, dessen Breite der Himmel und die Erde ist. Und das ist der einzige Befehl im Koran, wo Allah sagt, beeilt euch. Ja? Beeilt euch für Vergebung und für Paradies, dessen Breite Himmel und Erde ist. Nicht beeilt euch um so viel Geld zusammen. Ja. Dein Kontostand wird ihr nicht nutzen am jüngsten Tag. Deine Familie wird ihr nicht nutzen am jüngsten Tag. Und wallahi, der größte Verlierer ist derjenige, der sein Leben opfert, um seine Familie zu ernähren, und der verliert sein Jenseits dadurch. Ja? Ja. Dein Auto wirst du liegen lassen. Das Grab reicht nur für deine Leiche. Ja? Und dann gibt es keine Rückkehr mehr und keiner kommt zurück und keiner hat die Chance bekommen von Allah zurückzukommen. Denn Allah sagt im Koran, wenn der Mensch sagt, Rabbi rju'un, oh Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren, lass mich zurückkehren, um gute Taten zu verrichten. Ich habe jetzt die Wahrheit gesehen, weil wenn man tot ist, man sieht zum ersten Mal den Todesengel, die Engel, die rechts und links eingesetzt sind, man sieht den Shaitan. Allah sagt im Koran, jetzt ist dein Blick scharf, richtig scharf. Ja? Ja. Deshalb bekommt man starre Augen. Ja? Weil man zum ersten Mal was sieht, was er noch nie in seinem Leben gesehen hat, der wird schockiert, ja? Und der wird sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren, Rabbi rju'un. Er bekommt die Antwort, innaha kalimatan huwa qa'ilaha. Das ist nur ein Wort, was er sagt. Ja? Das ist ein Wunsch, was nicht in Erfüllung kommen wird. Khalas, Barzakh. Ja? Schiedemauer bis zum jüngsten Tag. Genauso wie wenn du auf der Schule bist, du hast ein Blatt, du bist noch nicht fertig mit der Antwort und du sagst dem Lehrer, gib mir nur 5 Minuten Zeit. Ja? Das war's mit diesem Mensch, der geprüft worden ist. Wir stehen hier und es gibt Menschen in ihren Gräber, die warten auf uns, bis wir fertig geprüft werden. Allah gibt dir keine Sekunde Zeit. Ja. Ja? Und für diesen Moment müssen wir hart arbeiten. Es wird keine Frau helfen, es wird kein Sohn helfen, es wird keine Tochter helfen. Keiner ist bereit, mit dir eine Sekunde im Grab
zu stehen. Stell dir vor, du bist am Lachen mit deiner Familie, deine Kinder sind in deiner Nähe, die planen mit dir einen schönen Urlaub und dann kommt der Todesengel zu dir. Und dann bist du tot und liegst du auf dem Boden, weil die Seele wird entzogen durch die Beine bis nach oben. Ja? Deshalb sieht man, dass die Menschen starre Augen bekommen. Sie sehen Richtung, wohin die Seele geht. Und dann werden die Füße schwach. Deshalb, ihr seht, wenn jemand stirbt, der fällt sofort runter. Ja? Als Allah Adam erschaffen hat, Allah hat ihm die Seele durch den Mund gegeben. Ja? Dann ist Adam aufgestanden und die ging bis zu den Füßen. Und wenn Allah die Seele von jemandem rausnimmt durch den Todesengel, die kommt durch die Füße bis nach oben. Ja? Schlüsselbein war das, ne? Bis zum Schlüsselbein. Also weiß ich nicht, aber von unten bis nach oben. In die Entgegenrichtung. Ja. Ja. Und dann spürt man das Ende. Ja? Und da wird kein Kontostand helfen. Und da wird keine Frau helfen, wird kein Mann helfen, es wird keine Kinder helfen, die Atomwaffen werden nicht helfen, die Panzer werden nicht helfen, dein Familiengrad wird dir nicht helfen, deine Bekanntschaft, Bekanntheitsgrad wird dir nicht helfen. Und du stehst alleine in deinem Grab und wirst du befragt werden, und wirst entweder bestraft oder belohnt werden. Also wir stehen hier und es gibt Menschen in ihren Gräbern, die wünschen sich, mit uns hier zu stehen, im Schnee, im Sommer. Die kriegen keine Chance. Ja. Möge Allah uns ein gutes Ende gewähren. Amen. Amen. Allah, möge Allah uns als Muslime sterben lassen. Auch die Leute, die hier euch anspucken oder euch mit Hassblicke angucken. Möge Allah sie auch recht leiten. Möge Allah sie alle recht leiten. Wir wollen das Beste für die Menschen. Auch die Muslime, die sich schämen. Sie schämen sich für euch hier. Ja? Möge Allah sie recht leiten, weil diese Menschen Wirtschaftsflüchtlinge sind. Wir wollen einen Wohlstand genießen. Und ich sage Ihnen, wallahi, Verlierer seid ihr, wenn ihr nur nach irdischen Dingen sucht. Denn das ist derjenige, der sein Diesseits und sein Jenseits verliert. Und diese Kuffar werden mit euch niemals zufrieden werden. Die werden uns immer bekämpfen. Und wir sehen das jetzt in Köln. Ja? Die machen jetzt Razzia bei den Marokkanern, die immer geschleimt haben von Madachila. Ja? Die haben immer geschleimt bei den Polizisten und Einladungen geschickt und Dankeschön geschickt. Und jetzt machen sie bei denen jeden Tag Razzia. Auf Deutsch oder auf Englisch? Sind andere Sprachen. Spanisch. Bruder, woher kommst du? Ich bin Araber aus dem Iran, Bruder. Sehr ungewöhnlich. Hört man zum ersten Mal. Ja. Hast du schon mal über Arabistan gelesen? Arabistan. Al-Ahwaz? Ja. Da komme ich. Alaikum salam. Alaikum salam. Auf Deutsch, ne? Ja, ist denn das hier? Ja. Ist das dann auch nur auf Deutsch? Oder wenn Sie geben können, dann zwei Stück, dann eine für meine Schwiegermama. Wir haben leider jetzt auf Deutsch, aber mit deutscher Sprache. Wir haben nicht viel. Nein. Wir haben alles verteilt, die Brüder. Wir hatten 80 Stück. Und wir laufen das später nochmal entgegen. Spenden dann gleich was. Ja? Dankeschön. Arabistan. Genau, ich komme aus Al-Ahwaz. Also, das heißt, du sprichst Arabisch und? Alhamdulillah, ich spreche Arabisch. Und Iranisch auch. Persisch, genau. Alhamdulillah. Und Bruder, wie läuft bei der Arbeit jetzt? Hast du Probleme? Ich habe leider noch keinen Job gefunden. Ich arbeite im Moment noch bei zwei Teilzeitjobs und mache dieses Jahr inshallah eine Weiterqualifikation, Zusatzqualifikation, damit das Bewerben dann erfolgreicher wird, inshallah. Inshallah. Ja. Möge Allah dir das ermöglichen. Amen. Möge Allah dir alle deine Ziele verwirklichen. Amen. Danke. Uns allen.
Alhamdulillah.